Oh yeah, Leute, willkommen zurück zu Max, einem alteingesessenen Kommandanten hier in Advance Wars Universum. Und den ersten Treffer haben wir gut weggesteckt, muss man so sagen. Und jetzt fangen wir erstmal an, hier unsere kleine Barrikade aufzubauen. Denn der Gegner hat leider nichts gegen unsere Kampfhelis einzuwenden. Und wir haben noch super krass 4 Kampfhelis, Alter, zum Angriff. Und natürlich auch in der Hinterhand ein Transport-Heli, Moment, hier, da versteckt sich ein TTP, der dann das Hauptquartier des Gegners einfach einnehmen wird. So, okay, na dann komm mal her. Na dann komm mal, Cat. Mano, die S-Bombe ist explodiert und ihr wollt trotzdem weiterkämpfen? Ich muss herausfinden, wie man S-Bomben auf Flughäfen produzieren kann. Seht ihr, sie greift nicht mal an, weil sie weiß, dass das, selbst wenn sie zuerst angreift, mit dem Helikopter nicht gut ausgeht. So, Tag 3 hat begonnen. Hey Max, du warst doch beim letzten Krieg oft ganz vorne dabei, nicht wahr? Ja, es war hart, aber weil wir zusammen gekämpft haben, haben wir gewonnen. Diesmal wird es richtig schwierig. Wir haben kaum verbündete Kommandanten. Ich bin froh, dass du als erster Kommandant gekommen bist, um Omega-Land zu helfen. Vielen Dank. Ja, ich hatte zufällig in der Nähe von Omega-Land zu tun. Tja, ich habe noch nicht mal eine Erlaubnis vom Hauptquartier, aber ich bin einfach so hergekommen. Bekommst du keine Schwierigkeiten deswegen? Was ist mit dem Verteidigungsrat? Was soll ich bei Besprechungen rumsitzen, wenn ein ganzer Kontinent in Gefahr ist? Den Papierkrieg und das Ganze wird Nell bestimmt für mich erledigen. Und deine anderen Kollegen? Sind sie alle noch in Makroland? Die haben alle Hände voll zu tun, die Überreste der Black Hole-Armee wegzuräumen. Ich glaube nicht, dass sie sehr bald hier aufkreuzen werden. Genau, denn wir kennen ja noch Andy oder Tami und sowas alles, aber die sind leider hier nicht wirklich in Gebrauch. Man kann sie alle freispielen und so. Man kann wirklich alle Kommandanten nochmal freispielen, außer Sturm. Aber halt nicht für die Kampagne an sich, sondern nur so zum... so für Just for Fun, Kriegsgebiet oder gegen andere Leute catchen und so. So, okay, Mann. Schade, wir könnten Hilfe gebrauchen. Kopf hoch, Kleiner. Ich bin ja hier und ich bin noch lange nicht am Ende. Ich werde weiter hart an mir arbeiten. Wir beschützen diesen Kontinent gemeinsam. Das hört sich schon viel besser an. Tada. So, ich habe Angst, den hier zu voreilig zum Hauptquartier zu fliegen, weil die können immer noch jederzeit umdrehen. So, guck dir die Reichweite an, ey. Da fehlt echt ein ganzes Feld. Aber, trotzdem, ja, und schwach ist er auch noch ein bisschen, aber vielleicht mit Glück ziehen wir die Hälfte ab. Jo. Na, leider nicht. Na, Mist. So, und übrigens die Frage, ob die Animation an- und aus bleibt. Ich denke mal, wir können das alles anlassen. Weil man kann das sowieso richtig geil überspringen hier in den Parts, in diesem Projekt, in diesem Spiel. So. Jetzt Helikopter, kommt Helikopter an. Alter! So. Oh, guck mal, oh, keine Chance, Alter. Voll gemein. So, dann locken wir den ersten hier mal ein. Jung, decken wir ihn mit Raketen. Ja, perfekt. Ja, gut. Wie immer da steht, gut. So, da würde ich ja fast sagen, ah ne, die darf ich gar nicht bewegen. Auf keinen Fall bewegen. Die sind echt nur da und greifen an. Und werden gelegentlich von meinem TTP aufgefrischt. Oh, Mist. So, den dicken hier, der kriegt auch mal seine 3% Schaden. Langsam aber sicher. So. Und wir stecken alles richtig gut weg. So, einfach mal in Bewegung setzen. Tag Nummer 3. Nee, denn dafür Cat natürlich. So. Hat sich natürlich auch mal. Sie hat sich auch geeint. So, dann kann ich einfach mal hier. Zack. Wo ich natürlich Angst habe, dass ich dann mir dadurch die Punktzahl versaue, weil ich zu wenig Leute platt mache. Ich glaube deswegen, ich werde versuchen, sie komplett auszumerzen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Vor allem, wenn ein Helikopter erstmal 90% Schaden macht, ey. Boah. Ja, Mist. So. So, den auf der Festung lasse ich erstmal in Ruhe. Weil der würde sich so wieder heilen. Vielleicht ziehe ich sogar, weil er auf dem Baustützpunkt steht, ziehe ich vielleicht bloß 2 ab anstatt 3. Und deswegen, so. Vernichten! So. Na bitte! Vernichten! So, ich habe Angst, dass er jetzt irgendwie doch umdreht. Aber ich glaube, wenn ich. Wenn ich hier fast nahezu alle Einheiten außer einer besiege, dann ist das, glaube ich, auch nicht so das Problem, welches ich dann trotzdem einnehme. Aber ihr seht schon, die will einfach nur sterben. So, dann könnte man zum Beispiel den hier hinstellen, um nochmal zu blockieren. Nehmen wir einfach mal trotzdem mal ein. Knacks! So ein bisschen. So. Dann ist der schon mal down. So, bumm. Und es wird daraus hinauslaufen, ob ich in der nächsten Runde einnehme oder den letzten Angriff hier ausübe.
So, ich greife einfach mit allen an, weil den kann man jetzt schön einbauen. So, boings. Oh, das tut weh. Dann natürlich noch auf den gegnerischen Stützpunkt nicht platzieren, damit er sich nicht mehr heilen kann. Damit sie sich nicht mehr heilen kann. So, und einfach rufballern, Alter. Der ganze Helikopter. Das muss ein Bild sein, muss ja ein Schock sein. Da steht noch ein Panzer. Und der ist von zig Helikoptern umgeben. Und von einer Artillerie. Oh mein Gott. So, okay, oh, da fehlt Munition. Er blinkt. Nachladen. So. Natürlich war jetzt noch nicht out of money, aber war schon mal so ein Frühwarnsystem. So, und ja, komm, wir greifen jetzt einfach an. Ich will nicht hier. So, tschüss. Kein Bock hier durch Einnahme zu gewinnen. Wie Max schon sagt, ist nicht sein Stil. Er ist aus Stil und deswegen ist es nicht sein Stil. Gewonnen! Du hast gesiegt, Max! Wir müssen Cat ergreifen, um Informationen über Black Hole von ihr zu bekommen. Wenn sie überhaupt noch da ist, sie ist nicht leicht zu fassen. Du hast recht, sie ist verschwunden. Mist! Was führen die nur im Schilde? Das weiß ich auch nicht. Ich dachte eigentlich, deren Boss wäre weg vom Fenster. Aber hier finden wir auch keine Antwort. Komm, wir gehen was essen. Okay, du musst mir alles über den letzten Krieg erzählen. Gerne, Mann, da gibt's viel zu erzählen. Vor allem die ganzen Leute, die gestorben sind. Also, da gibt es diesen Andy. Oh yeah, perfekt. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. Ach, so eine schöne Soundkulisse. Wenn ich richtig in Fahrt bin, stoppt mich keiner. Alter, der Muckis, ey. So, Pech für Cat. So, Mission complete. Übrigens, Leute, werden wir auch noch auf Bonusmissionen achten müssen. Es gibt hier 3 Bonusmissionen, die man quasi nicht machen muss. Aber natürlich, der komplett halber, ne? So ein komplettes Let's Play werden hier, ne? Werde ich natürlich darauf achten, die alle zu bekommen. Zack, yeah. Das ist ähnlich wie im Let's Play zu Advance Wars 2, wo wir immer die Titanpanzer für jede Nation kriegen wollten. Müssen wir dann gewisse Schutzpunkte einnehmen, um dann eine Bonusmission freizuschalten. So, was jetzt? Mission 4, Luftoffensive. Was gibt's Neues vom Verteidigungsrat? Es ist erschreckend, wie schnell sich Omegaland in eine Wüste verwandelt. All das in wenigen Monaten? Wie ist das möglich? Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, das Land wird zur Wüste. Und bei Black Hole hat sich auch etwas geändert. Obwohl Sturm nicht mehr da ist, verfolgen sie offenbar auf Befehle von irgendjemandem ein bestimmtes Ziel. Unsere Armee fehlt es an Personal, aber die andere Seite wächst stetig, Mann. Dahinter muss ein neuer Anführer oder eine starke Organisation stecken. Im Moment können wir nur versuchen, ihre Versorgungswege abzuschneiden. Was zum... Kommandant Mitchell! Es ist schrecklich! Was ist los? Beruhige dich und erzähl es mir. Eine riesige Rakete steuert auf unser Hauptquartier zu! Was, eine Rakete? Wie viel Zeit bleibt uns denn noch? Einschlag in ca. 30 Minuten. Oh, wir müssen einen Gegenangriff starten. Behalte die Rakete im Auge. Ich möchte sie auf einem Monitor sehen, während ich die Schlacht befehlige. Oh yeah. Mission 4, Luftoffensive. Oh mein Gott. Alliierte Truppen auf beiden Seiten. Fertig zum Rückzug. Halt, so nicht, mein Lieber. Diese Truppen steuern die Raketen, nicht wahr? Wir werden einen Weg finden, um euch zu besiegen und unsere Heimat zu retten. Gegnerischer Kommandant, Fähigkeiten gering. Rückzug nicht erforderlich. Steuerung der Rakete, schwarzes Armageddon, fortsetzen. Oh mein Gott, ich bin vielleicht nicht so stark, aber ich bin die zäheste Kommandantin des Kontinents. Guck mal, Leute, seht ihr das? Okay, für euch natürlich jetzt unten rechts. Bei mir wäre es genau über der Karte. Eine Rakete, die echt auf uns zielt. Na toll, ich kämpfe so lange, bis die Armee von Black Hole vertrieben wurde. Schaut auf den Monitor dort oben, dort rechts. Er zeigt die Karte des Kontinents. Sobald die Schlacht angefangen hat, beginnt der Countdown. Wenn wir die gegnerischen Truppen auf dem unteren Bildschirm rechtzeitig besiegen, haben wir gewonnen. Wir sind ein wenig unter Zeitdruck. Aber unsere Truppen sind im Vorteil. Wir werden alle Einheiten besiegen. Oh yeah! Und da kommt Day One mit Rachel zum ersten Mal. Jäger und ein Bomber. Ein ziemlich schlagkräftiger Truppenverband. Stimmt, aber keine Sorge, wir haben starke Einheiten zur Flugabwehr. Doch, zunächst wollen wir uns einmal die Einheiten des Gegners genau ansehen. Das sind Jäger. Starke Einheiten des Direktangriffs. Gegen Flugeinheiten aber nur. Ihre Reichweite ist groß, doch gegen Bodentruppen sind sie machtlos. Dies ist ein Bomber. Er kann Direktangriffe gegen Boden- und Seetruppen ausführen, aber keine anderen Flugeinheiten angreifen.
Wir stehen mächtigen Einheiten gegenüber, aber wir sind dennoch im Vorteil. Wir wollen nicht zögern, sondern mit aller Macht angreifen. Okay, zum ersten Mal zocken wir Rachel und es ist immer noch nicht die ganze Zeit, kam noch immer keine Gabe. Aber keine Angst, das wird alles noch später natürlich eingeführt. So, das ist natürlich ein Riesenproblem. Was machen? Was tun? Natürlich haben wir hier erstmal, was ist das denn? Ein Missil! Das ist eine Missileinheit. Sie führt Fernangriffe gegen Flugeinheiten aus. Wir können gleich eine der Jägereinheiten oder den Kampfheli aufs Korn nehmen. Was meinst du, welche der beiden Einheiten sollten wir zuerst angreifen? Nein, ist ehrlich, den Kampfheli! Weil der Jäger kann nichts machen. Der Jäger kann halt echt nur, zwar extrem stark, aber er kann nur Flugeinheiten angreifen. Also, ja. Die Jägereinheit, oder? Sie hat den größeren Bewegungsradius. Ja, aber... Naja, falsch. In diesem Fall sollten wir zuerst den Kampfheli ins Visier nehmen. Unsere Flak-Einheiten können die Jäger erreichen, nicht aber die Kampfheli-Einheit. Genau, das auch noch. Der Kampfheli ist über dem Meer, daher kann nur die Missileinheit aus der Ferne zu bashen. Okay, schon klar. Wir sollten unsere Einheiten nicht unnötig bewegen. Alles klar, das war sehr hilfreich. So, na dann, Feuer! Boah, 115%. Schon mal ein großes, großes, angstmachendes Problem weniger. Boom. Excellent! Alter, zerbasht! So, dann kann der eigentlich den anderen Typen angreifen. Eine Raketenwerfereinheit. Sie kann Fernangriffe gegen See- und Bodeneinheiten ausführen. Und zwar mit einer viel größeren Reichweite als die Artillerie. Genau, also quasi Artillerie 2.0. Aber ist auch ein bisschen teurer dafür. Sieh da, eine Jagdpanzereinheit in Reichweite. Feuerfrei! Na klar, Mann! So, ihr merkt aber schon, oder, dass dieses Spiel halt wirklich sehr leicht ist. Zu den leichteren Spielen gehört. Oh mein Gott. Für euch rechts der Timer. Wie sollen wir das nur schaffen? So, dann würde ich ja echt sagen, dass wir mit der Flak-Einheit den Bomber angreifen. Oh mein Gott, dies ist eine Flak-Einheit. Sie führt Direktangriffe gegen Flugeinheiten aus. Ihre Feuerkraft ist beachtlich. Auch gegen Fußtruppen ist sie sehr stark. Gegenüber Jagd- oder Kampfpanzern ist sie allerdings sehr unterlegen. Genau. Deswegen kann ich ja eigentlich jeden hier mal angreifen, wa? Geil. Also erstmal den hier vernichten. Einfach vernichten. Schon am Tag 1, wisst ihr. Gut. Na bitte. So. Ich weiß, dass ich... Okay. Ich werde leider mit der Flak-Einheit nicht so wirklich was gegen den Bomber machen können. Weil der wird sich wehren. Und zwar sehr stark. Leider. Aber kriegt man trotzdem hin. Boink, boink. So, 75%. Alter, wie der Bomber aussieht. Der passt gar nicht aufs Bild, Mann. Oh. Okay, gut. Das hat's aber richtig gegeben. So, die können sehr weit fliegen. Deswegen wird wohl oder übel unser Transportheli hier. Ich glaube, ich muss ihn als Kanonenfutter da lassen. Weil wenn ich ihn hier stehen lassen würde, würden die Jäger dahin fliegen und versuchen ihn abzuballern. Und da das aber alles ein bisschen schneller gehen soll, lasse ich ihn einfach, sag ich mal, hier so. Dann greifen die den an. Und sind dann aber meinen Flak-Einheiten extrem ausgeliefert. So, den auch einfach hier hinstellen, so. Der Bomber fliegt vielleicht zu dem Ding hin, aber vielleicht auch zum Raketenwerfer. Der ist ja da immer ein bisschen so... Weiß man ja nicht, wie der Feind reagiert. So, Rachel haben wir noch gar nicht. Doch, Rachel haben wir auch schon gehört. Doch, alles klar. Ja, und Jugger auch gut. Sorry, wollt noch mal ganz kurz nachgucken. Down, down, dum, dum. Gegnerische Flugabwehr überlegen. Sieg unwahrscheinlich. Schnellboot bereitstellen. Rückzug von Jugger. Ein Rückzug im Angesicht des Feindes ist wenig sinnvoll, würde ich sagen. Überleben ist gleich Sieg. Was? Herr Kommandant, warten Sie. Tschüss, Mann. Und er greift wirklich den an. Gut, hat er verloren. Tschüss. Oh, zwei Raketen gedroppt. So, und er hat verloren. Was für ein Stress. Aber wir können uns keinen einzigen Fehler leisten. In dieser Mission nutzen wir beide Bildschirme, wie du siehst. Bisher wurde auf dem Topscreen nur Informationen angezeigt, nicht wahr? Durch Antippen von X auf den Touchscreen kannst du zwischen Raketenmonitor und Informationsanzeige auf dem Topscreen umschalten. Das Umschalten durch Antippen von X ist nur bei Schlachten möglich, die an zwei Fronten geführt werden. Ich hätte da noch eine Frage. Was hat es mit der R-Info auf sich? Das erscheint, wenn man eine Einheit mit dem Cursor auswählt. Durch Antippen von der R-Taste erhältst du genaue Informationen über Einheiten, welche Einheiten sie angreifen können und wie stark der Angriff ist und so weiter. Einheiten, die mit einem Kreis unterlegt sind, werden beim Angriff stark beschädigt. Ein Dreieck weist auf mäßige Feuerkraft hin. Die jeweilige Waffe ist also gegen diese Einheiten nur wenig effizient.
Das R-Info-Symbol erscheint nur, wenn die Informationsanzeige aktiv ist und nicht, wenn der Raketenmonitor auf dem Topscreen zu sehen ist. Genau. Alles klar, das merke ich mir. Genau, weil sonst würde ja alles, wenn ich hier raufgehe, würde ja alles angezeigt werden oben, aber so muss ich... Ich kann es nicht machen. Oh nein! Okay, warte mal, wie geht... Ach so, guck mal. Da, jetzt kann man umschalten. Und dann kann man hier alles klar... Oh, cool, man kann so richtig nochmal hier alles durchswitchen. Geil. Räuch aber nicht. Also die Zeit läuft trotzdem. Oh Gott. So, ist egal. Wir haben gewonnen. Reicht aus. Oh, gut. Down. So, und dann halt hier noch. So, punktgenau. Feier. Prima. Bounce. Ja, wir haben es geschafft. Hervorragende Arbeit, Kommandantin. Geil. Wir leiten die Rakete ins Meer und versuchen sie zu bergen. Vielleicht finden unsere Technikleute etwas über die Technologie heraus. Aber von dem gegnerischen Kommandanten ist keine Spur mehr zu sehen. Er hat schon den letzten Kampf überlebt. Eine verdammt harte Nuss. Kommandant Max von Orange Star sollte bald hier sein. Deshalb kehre ich zur Front zurück. Du übernimmst hier das Kommando. Bis dann. Halt, Kommandantin Rachel! Mist, schon weg. Eine tolle Führungspersönlichkeit. Was für ein Glück, bei Orange Star zu sein. 1, 2, 3, 4, yeah. Und oh, Ultimate, Esran, perfekt. Schon wieder. So, jetzt wisst ihr, wer hier das Sagen hat. Die sieht auch so cool aus, ey. Oh mein Gott, haben wir schon viele Punkte. So, nicht wichtig und nicht interessant, finde ich jedenfalls nicht. So, oh mein Gott, wer ist denn der Typ da? Endloser Kampf, wer ist das? Für so ein Clown? Daten speichern? Yes! So. Move out! Okay, dann machen wir gleich mal Mission 5. Und wir haben schon... Achso, wir haben die Top-Einsätze. Am meisten wurde von uns Jake eingesetzt, zweimal, und die anderen beiden bloß einmal. Ja, weil wir bekommen noch irgendwann die Möglichkeit, uns auszusuchen, wen wir gerne einsetzen möchten. Überlass es mir! Du kannst ja schon mal das Abendessen vorbereiten! Wie bitte? Du tickst wohl nicht richtig! Platzt hier einfach so rein und... Schon gut, Mann! Du bist ja wie deine Schwester! Das ist genauso, die ist genau wieder borstig! Na, was ist denn hier los? Hey, Jake! Red doch mal bitte mit Rachel! Die ist irgendwie zickig! In den tückischen Bergen sind Einheiten von Black Hole gesichtet worden! Und Max will das Kommando an sich reißen und einfach darauf losmarschieren! Ich bestimme hier, was die Schlacht befehligt! Der die Schlacht befehligt, also halt dich zurück! Hört auf, euch zu streiten, Mann. Wir sollten uns erstmal das Schlachtfeld ansehen. Die andere Seite hat doch nichts unternommen, oder? Du hast recht. Ich habe mich von Max mit seiner primitiven Art provozieren lassen. Ich bin also primitiv, ja? Beruhige dich, Max, Mann. Komm, wir legen los. Oh, yeah. Nanu, hier war doch früher keine Wüste, oder? Ja, es gibt viel mehr Bäume und Grün überall. Es gab. Vergangenheitsform. Omega-Land verwandelt sich momentan rapide in eine Wüste. Wir wissen noch nicht, woran das liegt. Ich vermute, dass Black Hole dahinter steckt. Wer auch sonst? Ich schlage vor, dass wir uns erstmal um die Typen da kümmern, die hier rumlungern. Neben dem Hauptquartier ist eine Basis, oder? Wir können hier neue Truppen bauen. Geil, endlich können wir bauen. In der Mission. Das heißt, wir können frei entscheiden, was für Truppen wir produzieren wollen? Ja. Um eine Einheit herzustellen, brauchen wir allerdings ein bisschen Geld. Bisher hast du dir über Geld noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, oder? Auf einem Gelände wie diesem ist dein Fonds von strategischer Bedeutung. Je mehr Stützpunkte du hast, desto mehr Geld bekommst du zu Beginn eines jeden Tages. Stützpunkte haben hohe Terrainvorteile und versorgen deine Truppen mit Rationen und Trefferpunkten. Deshalb solltest du viele besetzen. Auch wenn sie zum Teil weit entfernt liegen. Um eine neue Einheit aufzustellen, tippe einfach eine deiner Basissen an. Wähle dann aus der Liste, die angezeigt wird, eine Einheit aus. Alles klar! So, der Gegner ist nicht weit entfernt. Es sind nicht viele Einheiten. Bei so viel frachem Land würde ich sagen, dass Jay diese Mission übernehmen sollte. Wir sprechen uns entscheidend dann gemeinsam, okay? Wir entscheiden gemeinsam. Vor dem Beginn der Schlacht kannst du das Gelände genauer untersuchen, indem du Terrain und Einheit mit dem Cursor auswählst. Um den Kampf zu starten, tippe einfach A im Menü an und wähle Beginn. So, die Vorbereitung. Dum, 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 bam. Genau, dann kann man hier richtig schön gucken. Oh, weia. Gut, der Feind hat keine Basen. Das ist gut. Aber auch nicht so gut. Ja, ist vieles flaches Land. Ich glaube, Max hat ganz recht. Das ist ja nicht umsonst so ein Hinweis, dass wir hier wirklich mit Jake spielen sollten. Was ich auch machen werde. So, hier seht man, dann kann man hier einfach beginnen. Bisher haben wir, wie ihr rechts seht, Rachel als unser Teamkommandanten. Aber nein, ich nehme
Ich nehme... Okay, das ist das Kommandantenauswahlmenü. Ich erkläre es dir. In dem kleinen Fenster oben auf diesem Bildschirm siehst du, welcher Kommandant gerade ausgewählt ist. Berühre seinen Namen, um einen anderen Kommandanten auszuwählen. Wenn du jetzt einen der Kommandantenbilder unten antippst, wird dieser Kommandant ausgewählt. Erst den Namen antippen, dann das Bild. So läuft das. Cool, oder? So. Zack, erst den Namen und ihr seht, wie viele wir noch kriegen. Das sind nicht alle, wie gesagt. Es gibt halt noch ein paar kommen, wie zum Beispiel Max, kommen noch ein paar wirklich aus früheren Spielen. Aber nicht alle aus den früheren Spielen. Nicht für die Kampagne jedenfalls. So, ich möchte gerne Jake nehmen. Nutzen wir den schon am öftesten, aber der ist halt auch verdammt geil. Der hat echt total viele Vorteile, muss man sagen. Zack! So. Okay, na dann. Weiter. Gut. Dann würde ich sagen, das war's. Nicht so, es ist nicht so wie bei Fire Emblem, dass wir irgendwie schon vorhandene Einheiten irgendwie nehmen könnten und die woanders platzieren könnten oder so. Nee, das geht nicht. Wir müssen soweit hiermit klarkommen. Komm, ein bisschen gucken und sowas alles, aber nö. Ich würde sagen, wir legen los. Im nächsten Part natürlich, aber es geht los. Bist du bereit? Yes, ich bin ready. Okay. Dödeldam. Mission 5. Endloser Kampf. Oh mein Gott. Wieso endlos? Wieso? Hallo? In dieser Mission können die Kommandanten erstmals ihre Gaben einsetzen. Gaben sind spezielle Fähigkeiten, die den Kommandanten Vorteile verschaffen. Einzeleinheiten zu den verschiedenen Gaben kannst du im Geländemenü unter Kommandant nachlesen. Auf dem Topscreen werden die Kommandanten ihr jeweiliger Fond und eine Reihe Sterne angezeigt. Die Gabeleiste sind die Sterne. Wenn die kleinen Sterne voll sind, kann der Kommandant seine Gabe einsetzen. Wenn er es nicht tut, füllen sich die großen Sterne für die Spezialgabe. Die Spezialgabe macht den Kommandanten unvergleichlich stärker als sonst. Oft wendet sich das Blatt dank der Spezialgabe zu seinen Gunsten. Je nach Situation kann man die Gabe einsetzen oder die Spezialgabe abwarten. Wähle im Geländemenü Gabe, um eine Gabe auszuprobieren. So, ich kann es kaum erwarten, meine Gabe auf Black Hole loszulassen. Gut, Leute. Aber das war's für heute. Wir gucken uns beim nächsten Mal an, wer unser Gegner ist, wer das sein soll. Informieren uns ordentlich anständig. Hätten wir auch schon jetzt machen können, ich weiß, aber dafür bleibt noch Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!